Und dann wurden wir so völlig ausgebremst in unserem Tun und waren dann Wow. erst so, okay. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute mal wieder ein schönes Online-Interview. Hallo Ronja, schön, dass du hier bist. Hallo, schön hier zu sein. Ronja ist eine relativ neue Endorserin bei uns bei Cordial mit einem sehr interessanten Projekt, mit vielen interessanten Projekten, mit einer schönen, finde ich, wie ich finde, Art zu arbeiten, nämlich teilweise solo als Singer-Songwriter, Musikerin, Multi-Instrumentalistin unterwegs zu sein, aber teilweise auch fast schon ein Kollektiv um dich zu scharen. Das sind, denke ich, sehr spannende Dinge, über die wir heute sprechen können und vor allem auch über ein Projekt, das du momentan planst, nämlich eine Wohnzimmer-Konzerttournee, das gerade in Zeiten von Lockdown, wir haben ja auch schon geredet, du kümmerst dich mit deinem Partner sehr darum, Dinge wirklich auch in diesen etwas schwierigen Zeiten oder gerade in diesen schwierigen Zeiten auch nach vorne zu bringen und da auch sehr aktiv zu sein. Ja, Thema Wohnzimmerkonzerte, das hört sich sehr spannend an. Wie kam es denn dazu und wie läuft dieses Projekt momentan bei dir? Also es ist so, dass es gibt ja zurzeit ganz viele verschiedene Arten in Deutschland, in Corona-Zeiten Hilfe und Unterstützung und auch Förderung zu bekommen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, durch ein Kulturförderungsprogramm vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen. Denn dort sitze ich gerade in Niedersachsen und da hieß es, okay, es gibt die vier Förderungskategorien, wo sich Veranstalter für Konzerte mit Künstlern bewerben können, also für öffentliche, ganz normale Konzerte. Und aus Künstlerseite, also für die Solo-Selbstständigen, konnte man sich selbst in der Kategorie D, konnte man sich bewerben für geschlossene Veranstaltungen und Privatkonzerte. Und da haben wir dann uns durchtelefoniert und mit dem Verantwortlichen gesprochen und haben erfahren, dass wohl auch Wohnzimmerkonzerte dort gefördert werden können. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, nochmal ganz zurückzugehen zu diesem Format, womit wir eigentlich auch früher ganz viel Erfahrung gesammelt haben. Das Wohnzimmerkonzert, also wirklich zu den Leuten nach Hause zu kommen, wenn das Wetter sich jetzt auch wieder bessert, eventuell auch in Gärten oder in Räumlichkeiten, in Häusern, Wintergärten, wo die Leute halt Platz haben, um Musiker zu empfangen. Da haben wir auch wirklich schon ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht von einem sogenannten Wintergarten in Hamburg, der dann irgendwie ein riesiger Wäschereisaal war mit total viel Platz, oder auch ein winziges Wohnzimmer, wo wirklich ein kleines Sofa in einer kleinen Ecke stand und wir uns damit reingesetzt haben. Also da sammelt man wirklich die spannendsten Erfahrungen. Und genau, wir sind jetzt zu diesem Format zurückgekehrt, weil das für uns jetzt die Möglichkeit ist, in Corona-Zeiten für echte Menschen Musik zu machen. Was ich als eine solch andere Erfahrung sehe, als vor einer Videokamera zu spielen. Also es ist toll, dass es Livestream-Formate gibt und auch da haben wir viele Erfahrungen gesammelt und sind ganz begeistert, was da technisch alles möglich ist. Trotzdem finde ich persönlich, als aus Künstlersicht ist dieses echte Gegenüber, also wirklich wie in einem Gespräch, wie in einer Kommunikation, einen echten Menschen vor sich zu haben, der zuhört, der in Resonanz geht, der auch Geräusche macht, mitsingen kann, der applaudieren kann. Das ist nochmal eine ganz andere menschliche Ebene, auch für die Musik und für die Performance, die es für mich nochmal viel intimer macht. Genau, da haben wir uns jetzt für diese Förderung beworben und bekommen wahrscheinlich Ende Februar Bescheid, ob das alles starten kann. Dementsprechend haben wir schon ganz viele Konzerte so halb geplant. Also wir haben mit vielen unserer Zuhörer gesprochen über unseren monatlichen Newsletter, haben wir geguckt, okay, wer hat da Lust zu, wer ist da auch vielleicht auch angstfrei, wenn die Regelung sich jetzt wieder runter, also wenn jetzt ab dem 14. Februar diese Kontaktsperre aufgehoben wird, ist halt auch die Frage, wie die Leute damit umgehen, ob die sich eben trotzdem daran trauen, fremde Menschen ins eigene Haus zu lassen. Da gibt es ja auch wirklich sehr unterschiedliche Einstellungen zu der Situation. Da sind einige sehr entspannt. Ich kann aber auch sehr verstehen, wenn einige eben ängstlich oder besorgt sind. Genau, deswegen haben wir uns da mal umgehört, wer überhaupt Interesse hätte. Und haben da schon eine Liste an Kontakten gemacht und auch schon eine grobe Zeitplanung, wie es ablaufen könnte, sobald wir das Go haben, vom Land Niedersachsen, dass das alles auch gefördert wird. Und genau, dann wird das hoffentlich ab Ende Februar starten und wir freuen uns riesig darauf, weil
Wohnzimmerkonzerte auch wirklich ein Format sind. Damit hat das alles auch angefangen mit der Musik. Also bevor wir jetzt auch viel mit der Band unterwegs waren und viel in offiziellen Venues gespielt haben oder auf Festivals, dann ist das wirklich auch etwas, was ich sehr genieße, weil es eine sehr persönliche Erfahrung ist, mit Menschen auch in kleinem Kreis, in so engem Austausch zu sein mit der eigenen Musik. Also ich hatte wirklich schon die berührendsten Erfahrungen von Wohnzimmerkonzerten, wo wirklich einfach spontan die Leute auf die Musik eingegangen sind, sich vielleicht auch was wünschen konnten, persönlich gerührt waren, wo Tränen geflossen sind, wo tiefe Gespräche begonnen wurden, was jetzt natürlich in einem Festivalrahmen oder auf einer großen Konzertbühne gar keinen Raum finden würde. Es hört sich fantastisch an. Also, weil ich meine, man ist sowieso inzwischen richtig ausgehungert, finde ich, was wirkliche Live-Konzerte direkt in einer unmittelbaren Begegnung anbelangt. Das ist ja schon fast so eine Traumvorstellung, die man hat, so als Musikliebhaber, dass sowas wieder möglich ist. Und dann in so einem Rahmen tatsächlich mit dem Künstler sozusagen unmittelbar in der Begegnung, finde ich, ist ein wahnsinnig tolles Konzept. Und wenn sich das umsetzen lässt, könnte das vielleicht auch für andere Musiker, die gerade nicht vielleicht unbedingt so wissen, ob sie irgendwie mal wieder live auftreten können und wann und in welchem Rahmen, vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Idee und so ein Anhaltspunkt, wo man auch generell als Musiker mal drauf einsteigen kann und sich das mal überlegen kann, ob das was für einen ist. Na, und ich meine, letztendlich, irgendwann wird das Frühjahr auch wieder kommen, dann wird auch mal wieder die Sonne scheinen und dann kann man vielleicht auch im Garten von Einfamilienhäusern oder keine Ahnung, auf einem Bauernhof irgendwie mit den Leuten oder der Anzahl von Leuten, die dann halt erlaubt sind, ja, so ein Konzert machen. Und dann hat man ja fast schon so ein Mini-Open-Air. Ne? Das finde ich echt toll. Haben wir auch letzten Sommer ganz viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Das war ganz viel in Hannover. Das ist hier so die nächstgrößere Stadt von mir aus gesehen. Und da hat ein Kulturzentrum, das organisiert, ganz viele Hofkonzerte zu machen, wo wir dann wirklich zum Teil in so fußballfeldgroßen Innenhofgärten standen und um uns herum die vielen, vielen Balkons, wo da die Familien oben standen. Das war sehr bewegend, zum Teil auch vor Kliniken oder vor Einrichtungen, also ganz unterschiedlich. Einmal haben wir auch auf so einem Garagendach gespielt, wo ich echt gemerkt habe, wow, wir sind ausgehungert als Künstler, wir vermissen das, in live mit den Menschen zu interagieren. Und die Menschen sind auch wirklich so dankbar und eben auch aus dieser Fastenzeit heraus kulturell dann so genährt, das mal wieder erleben zu dürfen. Deswegen finde ich, es ist echt toll, dass es einerseits eben angeboten wird, dass eben auch in verschiedenen Städten Optionen geschaffen werden, dass in verschiedenen Bundesländern auch Förderungen ausgeschrieben werden, dass aber letztlich auch wir Künstler selbst aktiv werden können, auch in privaten Kontexten Musik zu machen und das nicht einschlafen zu lassen. Ja. Also das heißt, es ist auch tatsächlich so, dass deine Erfahrung auch jetzt Bundesländer oder Städte übergreifend die Förderung jetzt im Vergleich zum letzten Jahr tatsächlich jetzt auch Fuß fassen, dass da jetzt auch was passiert. Und wenn man dann sich als Künstler auch informiert, dann kommt man auch an die richtigen Töpfe, sage ich jetzt mal. Und da hast du positive Erfahrungen jetzt gemacht. Genau, also ich würde schon sagen, dass aus meiner Perspektive es ein gewisses diffuses Feld ist, herauszufinden, okay, ich als Künstler, wo sitze ich, in welcher Stadt, in welchem Bundesland, wo bin ich vielleicht auch in welchen Einrichtungen, wie zum Beispiel die GEMA oder andere, also vielleicht, es kann auch die eigene Uni sein, wenn man vielleicht jetzt noch eingeschrieben ist oder auch der Arbeitgeber, es gab auch von Westlotto Kulturförderung, also in den verschiedensten Bereichen und aus den verschiedensten Richtungen gab es dort Angebote und da sich sozusagen zu informieren und zu gucken, okay, was steht mir jetzt eigentlich auch zu als Künstler, weil in welche Kategorie passe ich rein? Manchmal ist es dann wohnt man nicht in der richtigen Stadt oder dann wohnt man nicht im richtigen Bundesland oder dann, also es ist wichtig als Künstler herauszufinden, was für Optionen stehen um mich herum zur Verfügung und wie kann ich da eben auch in die richtige Kategorie passen. Also beispielsweise habe ich auch Erfahrungen gesammelt, wie dann es hieß, okay, die Initiative fördert Künstler, die in dem Bereich von September bis November 5 abgesagte Konzerte hatten und da dann eben nachweisen können, dass diese Konzerte abgesagt wurden in Form von Flyern oder ein Screenshot von der E-Mail, wo das Konzert organisiert wurde oder vielleicht auch die Absage.
Und da gab es auch Kollegen, die gesagt haben, ja genau in der Zeit habe ich jetzt nichts organisiert wegen Corona oder weil ich da gerade im Studio war oder weil ich geprobt habe für die nächste Tour oder so. Also da gibt es auch immer wieder Fälle, wo ich mir denke, okay, zum Beispiel die Novemberhilfe, die letztes Jahr auch ausgeschrieben wurde, also die war bundesweit. Da habe ich auch Geschichten gehört. Das war auch im Fernsehen, wurde das von einigen Künstlern groß dargestellt, wie eben dann es hieß, okay, die Einnahmen vom November diesen Jahres, also 2020 in dem Fall, werden genau verglichen mit dem Jahr davor. Und daraus wird dann berechnet, welche Fördersumme einem letztendlich zusteht. Aber in Künstlerzeiten ist es eben so, man hat sehr ertragsreiche Monate, wenn man jetzt zum Beispiel auch auf Tour ist und Live-Gagen einnimmt oder wenn man gerade eine neue Platte rausgebracht hat und dadurch eben auch Merchandising-Artikel und die Platte selbst verkaufen kann. Es gibt aber eben auch Monate, wo man im Studio ist und wo dann eben mehr investiert wird, als reinkommt, oder wo man eben in Probenzeiten ist für Touren. Also das ist einfach sehr wechselhaft. Und da dann eben nur einen Monat rauszunehmen, das war irgendwie eine verrückte Kalkulation. Das wurde dann aber auch nochmal rekalkuliert, dass man sagen konnte, okay, ich rechne jetzt einen Durchschnitt aus jedem Monat und kann daraus dann eben jetzt die fehlenden Summen, die mir fehlen, für diesen Zeitraum berechnen und da dann Förderungen für anfragen. Ja, also es geht was. Das ist toll zu hören. Es gibt auch wieder ein bisschen Mut so. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Thema, wenn man als Musiker jetzt anpackt und versucht, sich zu informieren und in bestimmten Bereichen aktiv zu werden, dann geht auch trotz der schwierigen Zeiten auch wieder was voran. Was du vorher Definitiv. noch gesagt hast, was ich doch cool fand, als du gesagt hast, dass ihr auch vor Krankenhäusern oder in Krankenhausgärten oder so spielt oder in Institutionen. Also ich meine, das ist ja sozusagen nochmal genialer Leuten, die vielleicht in einer nochmal viel schwierigen Situationen sind, die man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann, da auch mit Musik wieder Mut zu geben. Also das finde ich ist schon eine irre Sache. Und ja, auch deine Aktivitäten, die du dann jetzt so Mitte, Ende des vergangenen Jahres hattest oder eigentlich über das komplette vergangene Jahr über, auch eine Sache, die einfach gut tut, finde ich, wenn man es hört und wenn man sich damit beschäftigt, das ist eben direkt unmittelbar deine Musik auf einen neuen Release, wo du tatsächlich einfach jetzt dann auch eine neue Platte rausgebracht hast. Was hat es denn damit auf sich? Wie ist das abgelaufen? Und wie ist dein Feeling jetzt dazu, so jetzt mit ein paar Monaten Abstand betrachtet? Also es war auf jeden Fall ein sehr abenteuerliches Jahr, auch beeinflusst durch Corona. Also wir waren im November 2019 im Studio und haben die CD aufgenommen und dann sind wir nach Argentinien gereist, in die Heimat von meinem Partner Fede. Also wir beide managen auch die Band sozusagen hauptberuflich, herzlich und sind da sozusagen die musikalischen Leiter. Und haben dann im Dezember den Produzenten getroffen in Argentinien und haben dann im Januar auch in Buenos Aires gespielt. Und es war alles wunderbar im Rollen. Wir haben gedacht, okay, wir planen jetzt viele Konzerte, hatten dann noch Auftritte im Februar in London und sind dann mit der ganzen Band, mit dem neuen Musikband, den wir uns gerade frisch zugelegt hatten, sind wir mit Jungfernfahrt nach Wien, Bratislava, nach Prag gefahren und wollten dann über Deutschland zurück, dann noch weiter nach Italien und Spanien Anfang März. Dann kam der Lockdown. Wir wollten eigentlich das Album im April rausbringen, weil es so gut wie fertig war. Und dann wurden wir so völlig ausgebremst in unserem Tun und waren dann erst so, okay, was machen wir jetzt? Bringen wir die CD jetzt trotzdem raus, ohne Live-Konzerte? Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Dann haben wir gedacht, okay, dann warten wir erstmal. Dann verschieben wir das Ganze auf November und haben uns noch viel mehr Zeit genommen und haben uns überlegt, okay, wie können wir das jetzt weiter auch kreativ nutzen? Und da sind wir dann darauf gekommen, dass wir die Kollaborationen noch ausgeweitet haben. Also auf der CD, ich kann dir auch mal zeigen, so sieht die aus. World Pop heißt die. Das ist ein sehr buntes Werk, was vor allem von Bildern und Illustrationen geprägt ist. Und zwar haben wir, nachdem die ganze Musik aufgenommen wurde, mit 32 Musikern, haben wir für jedes Lied einen visuellen Künstler gefunden. Also über Instagram, über Freundeskreise, über Kontakte haben wir dann insgesamt eine Bildergalerie aus 17 Kunstwerken, also zu jedem Bild, zu jedem Song eins, haben wir gesucht und entwickeln lassen über diese Corona-Zeit, wo ich echt sagen muss, ich bin total glücklich, dass das nochmal eine Vertiefung finden durfte und dass wir eben noch weiter an dem Album arbeiten durften, nachdem auch die Musik schon fertig war, da einfach nochmal in diese
Illustration einzutauchen und wirklich zu gucken, okay, welcher Song hat welches Bild und wie können wir da auch Künstler für finden, die da in eine Kollaboration mit uns gehen. Genau, dann haben wir angefangen, im März haben wir das erste Livestream-Konzert gespielt und dann eben ab Mai diese Hofkonzerte, vor allem in Hannover, wovon wir, glaube ich, insgesamt 24 Stück gespielt haben, was echt viel war und wirklich auch uns viel Mut und Kraft gegeben hat, uns natürlich auch finanziell über Wasser gehalten hat in der Zeit. Und dann haben wir im Juli eine Tour gemacht, die wir auch privat organisiert haben, wo wir einfach geguckt haben, okay, wo kennen wir Freilichtbühnen und wo erkennen wir Plätze, wo wir Open Air vor vielen Menschen spielen können. Da waren wir auch in Hamburg und haben da eben auch in diesem, was ich erzählt hatte, mit dem großen, großen Wintergarten, wo einfach super viel Platz war, da hat sich was aufgetan und wirklich geguckt, okay, wo kennen wir Menschen, wo haben wir vielleicht auch schon mal was gespielt, wo sind einfach Möglichkeiten da, dass es jetzt nicht alles einschläft, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Und dann haben wir im November die CD-Release-Tour geplant und haben dann den kompletten Oktober durchgeprobt mit 15 Musikern, mit dem gesamten Bluebird Orchestra, so nennt sich das, und haben die ganze Tour geplant, schon Poster gedruckt und Flyer gedruckt und uns riesig auf diesen Release gefreut. Am 6. November sollte das sein. Und dann haben wir am 31. Oktober, also es war wirklich so ein Halloween-Schreckmoment, haben wir erfahren, okay, es wird alles abgesagt, also wow. Ein paar Tage vorher. Und wir hatten noch nicht, also wir wollten zwei Tage später die Generalprobe machen und waren dann so, okay, wir haben das jetzt nicht mal gemeinsam auf die Bühne bringen können, weil wir haben halt dann mit den Bläsern einzeln geprobt, mit den Chorsängern einzeln geprobt, mit dem Schlagzeug und dem Basspart. Und haben uns dann echt gedacht, so, boah, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also da hatte ich auch zum ersten Mal, muss ich echt das Gefühl, dass es mich persönlich eingeholt hatte. Also vorher war es so, der Lockdown, den nutzen wir kreativ und Open Air viel unterwegs. Ich meine, es war ja auch Frühling, Sommer, es ging auch einfach viel Open Air und auch Livestream-Konzerte, es hat alles gut funktioniert und es war ein schöner Sommer, den ich auch wirklich genossen habe. Auch die CD hat, da haben wir uns, also ich muss auch sagen, dieses ein Ziel vor Augen zu haben, diese, okay, wir bringen bald diese CD raus und dafür drehen wir jetzt Musikvideos und da sind wir einmal nach Paris gefahren, um da dann auch Sachen zu drehen und sind einfach viel in die Produktion gegangen und haben uns die Songs immer und immer wieder angehört und noch Details verändert, dann diese Kunstwerke gemeinsam geschaffen in Kollaboration mit den Künstlern, mit den visuellen Künstlern. Also ich muss sagen, da gab es einfach so viel, was uns in der Energie gehalten hat, also wirklich im Fahrwasser gehalten hat. Und dann im November war es so, okay, krass, das darf jetzt alles nicht stattfinden. Und also alles, was geplant war, ist einfach so platsch ins Wasser gefallen. Das war wirklich ein Moment von Enttäuschung und Bitterkeit, wo ich echt gemerkt habe, so okay, das ist echt, also da konnte ich auch nachfühlen, wie das für viele Künstler sein muss, die jetzt vielleicht auch im März Riesentouren geplant haben, also wie das auch nochmal auf einem anderen Level abläuft. Also wir zum Beispiel sind halt komplett Do-it-yourself-Musicians, wir machen das seit 2 Jahren und wir organisieren einfach ganz viel selber. Wir machen auch unsere Social Media und unsere ganze Online-Arbeit selber. Wir machen das Booking selber. Dementsprechend hängen bei uns da noch gar nicht riesige Schleifen drin von, okay, jetzt sind irgendwelche Welttourneen geplant, wo ein riesiges Team an Technikern noch mit dranhängt. Das machen wir auch zum Teil selber, dass wir die eigene PA haben. Also da, denke ich, konnte ich zum ersten Mal mit reinfühlen, wie das sein muss, wenn so ein riesiges Konstrukt, was man sich aufgebaut hat, einfach zusammenfällt. Und wie das auch bei einigen Künstlern, also wirklich auch einfach eine psychologische Herausforderung ist, da jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ja. Und dann haben wir aber auch, also das hat so 1-2 Tage gedauert, bis wir uns gefangen haben und gedacht haben, okay, der Lockdown beginnt am Montag, es ist jetzt Freitag und wie können wir jetzt damit umgehen, wenn wir am Montag uns noch nicht mehr zum Proben, also nicht mehr für eine Generalprobe treffen dürfen, warum machen wir dann die Generalprobe nicht einfach am Sonntag? Und dann haben wir einen Techniker, der auch normalerweise den Sound für uns gemacht hat in Münster in der Friedenskapelle, haben wir angeschrieben, okay, hättest du auch Zeit am Sonntag? Dann habe ich alle Musiker angeschrieben, rumtelefoniert, mit allen gesprochen. Eigentlich war der Sonntag nicht eingeplant zum Proben. Und dann habe ich wirklich zig Nachrichten geschrieben und zig Telefonate geführt. Dann haben auch viele Leute gesagt, eigentlich habe ich da jetzt auch private Termine schon drin. Oder andere haben auch gesagt, ist das nicht vielleicht auch provokant, sich jetzt einen Tag vom Lockdown, also vor der Kontaktsperre, mit 15 Musikern zu treffen? Ist das nicht irgendwie
ist das erlaubt? Dürfen wir das? Und dann haben wir Bandmasken drucken lassen und wirklich gesagt, okay, wir wollen alle auf die Abstandsregeln achten und wir wollen das nicht als provokanten Akt der Rebellion irgendwie jetzt auch im Internet zeigen, sondern es soll wirklich einfach auch für uns einmal die erlebte Generalprobe sein und dann eben auch als Videokonzert für die Menschen, die normalerweise in die Konzertsäle gekommen wären, um dieses CD-Release-Konzert zu erleben. Für die soll das sein. Und dann haben wir den kompletten Samstag aufgebaut und den kompletten Sonntag diese 15 Songs eingespielt. Und das war dann eben auch nicht so wusch in einem Schritt, in einem Wisch mal eben alle Songs durch, sondern es war wirklich so, okay, Song durchgespielt als Generalproben-Take, kurz besprochen, auf was ist zu achten, Aufgänge, Abgänge, Abläufe. Und dann haben wir das Ganze eben jeden Song so ein, zweimal gespielt, also das Generalproben und einmal als Videotake. Und dann haben wir eine Woche daran gesessen, diese 5 Kameraspuren und die ganzen 32 Tonspuren vom Tontechniker, das alles einzuspeisen, damit es dann am nächsten Wochenende, also zum CD-Release offiziell online, dann erschienen ist. Und das war auch echt so ein, es war einerseits ein großer Kraftakt, wo viele schlaflose Nächte vom Computer, der unter den Daten zusammengebrochen ist, erlebt wurde, wo aber auch einfach uns wirklich irgendwie aus dieser Energie, die jetzt im Oktober aufgebaut wurde durch die ganzen Proben, die ist dann nicht in Wut und Enttäuschung und im Gefühl von, boah, ich bin einfach jetzt nur negativ so umgeschwungen, sondern es war dann so, okay, wir machen da was draus und wir nutzen die Energie und wir machen halt was anderes und wird halt ein Videokonzert, was dann aber auch Leute in Südamerika sehen können oder in Australien, die jetzt vielleicht in Deutschland nicht zum Konzert gekonnt hätten und dementsprechend hat es wirklich viel Kraft gegeben und viel Mut und Hoffnung in dem Moment und dann haben wir die CD veröffentlicht und dann jetzt eben ganz viel online gemacht, dass wir dann die CD online verkauft haben, die Leute können die bestellen und es ist, also über Livestream ist so eben auch trotzdem die Musik rausgetragen werden können und nach wie vor freuen wir uns darauf, wenn dann hoffentlich dieses Jahr im Sommer auch echte Konzerte stattfinden können, auf die wir jetzt so lange gewartet haben. Ja, also mit diesem Kraftakt und dieser positiven Attitude so wirklich irgendwie zu sagen, okay, wir lassen uns da nicht runterziehen. Unser Loch hat jetzt gerade mal 2 Tage gedauert, aber da lassen wir uns dann nicht von unterkriegen, sondern nutzen diese Energie, um was Positives draus zu machen und dann innerhalb von einem Wochenende dann sowas auf die Beine zu stellen. Also ich habe schon allein gestutzt, dass ihr euch Bandmasken habt drucken lassen. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die braucht ja normalerweise auch ein paar Tage und das ging halt dann einfach innerhalb von, keine Ahnung, wahrscheinlich 1-2 Tagen oder so. Und also was da alles dazukommt und die Leute auch alle dann wirklich an einen Platz zu bringen und dann aber auch trotzdem auf die Vorgaben, die einfach momentan existieren, zu achten und alles irgendwie so im Blick zu haben und so, das ist eine Riesenleistung und das, das sollte natürlich dann auch wirklich auch wieder belohnt werden durch einfach dann auch wieder die Möglichkeit, wirklich auch wieder Leute direkt live zu erreichen und wieder das so passieren zu lassen, wie man es früher gekannt hat. Ne? Aber wie gesagt, also es ist vieles machbar, man muss es nur einfach wollen und einfach tun und dann kann es auch funktionieren. Ne? Das ist irre. Also ich merke immer wieder, es ist sehr viel Einstellungssache und in meinem Fall sehe ich auch einfach, es ist immer wieder, es ist das menschliche Netzwerk aus meinen Künstlerkollegen, aus meinen Musikerkollegen, das Team, was dahinter steht, was mich auffängt und wo ich mich echt auch mit connecte und wo, was mir ganz viel Halt gibt. Also auch in dieser Zeit, wo jetzt eben so viel stillsteht und das normalerweise, also was wir normalerweise ganz viel tun, das Reisen ist nicht möglich und das Konzerte spielen ist kaum möglich, das normale Menschen sehen ist kaum möglich, aber trotzdem zu sagen, okay, dann treffe ich mich einmal die Woche mit Künstlerkollegen für eine Songwriting-Session bei Zoom oder über verschiedenste Medien und produziere ein gemeinsames Splitscreen-Video oder teile irgendwie Kreativität, zeige neue Songideen, tausche mich darüber aus. Auch das finde ich ist unglaublich wertvoll, weil es alles, also ich finde, Musik ist einfach auch so ein Kommunikationsmittel, nicht nur zwischen dem Zuhörer und dem Musiker, sondern auch letztlich mit sich selbst, aber auch unter Künstlerkollegen gibt es da so, ja, es ist so wichtig, sich zu verbinden und das merke ich immer wieder, das ist so ein, ja, wir sagen oft, it takes teamwork to do dream work, das ist so ein Motto, was mir ganz am Herzen liegt. Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf und das taucht bei dir auch immer wieder auf und das ist, glaube ich, so irgendwie so das Credo, was euch
alle, so was euren Motor so am Laufen hält auch, ja, irgendwie. Ja, genau. Was bedeutet für euch alle Zeit der Welt im Moment? Alle Zeit der Welt, das hast du in unserer Kommunikation angegeben. Was hat es damit auf sich und was ist da der Bezug zur momentanen Zeit für dich? Also das ist dieses Lied, es gibt ein Lied von uns, Alle Zeit der Welt. Das hat eine ganz spannende Geschichte, weil es uns jetzt schon jahrelang begleitet. Und zwar ist das ursprünglich als Fede, also mein argentinischer Partner, das erste Mal nach Deutschland gekommen ist, eigentlich mit dem Alibi, nachdem wir jetzt so viel zusammen unterwegs waren und so viele Songs zusammengeschrieben haben, nehmen wir das Ganze mal als eine CD auf. Also die Idee war, dass er jetzt eine Woche nach Deutschland kommt und wer weiß, was danach passiert. Letztlich ist er jetzt schon seit 2,5 Jahren hier und wir haben echt viel zusammen erlebt und ist diese ganze Band zusammen aufgebaut. Und Alle Zeit der Welt ist das erste Lied, was wir gemeinsam hier in Deutschland geschrieben haben, als er damals nach Heidelberg gekommen ist. Und dieses Lied hat im letzten Jahr, weil das sollte eigentlich die erste Single werden von unserem neuen Album World Pop, war das unser erster Lockdown-Song. Und zwar haben wir das Video im März produziert, also auf dieser Reise, wo wir dann erst in London waren und in Bratislava und in Wien und in Prag und eben on the road, haben wir dafür ganz viel Videomaterial gesammelt und dann wollten wir das im April veröffentlichen und dann kam eben im März der Lockdown und hat unsere ganze Videoarbeit in der Mitte durchgeschnitten, also uns da mittendrin ausgebremst und dann standen wir eben vor dem halbfertigen Song und haben gedacht, okay, womit füllen wir jetzt die anderen 70% Video von dem Song und dann haben wir das eben als Lockdown-Video produziert, dass wir in einem großen Raum sind und dort eben am Tagebuch, an der Gitarre, mit Postkarten, gegen sich selber Schach spielend, meditierend oder schlummernd, traurig, glücklich, also in verschiedenen Indoor Emotionszuständen oder Aktivitäten mich hingesetzt haben und dann gehe ich zwischendurch durch eine Tür und bin dann sozusagen dem Fernweh folgend in der Erinnerung in Wien, in Prag, in Bratislava, on the road unterwegs und aus diesem Projekt ist dann letztlich auch so letztlich ist das so eine Art Lockdown-Hymne für uns geworden, die jetzt, also das Lied ist jetzt zum Beispiel auch auf einer Benefiz-CD von Osnabrücker Künstlern, also in Osnabrück sind wir auch ganz viel aktiv, gelandet, wo es darum geht, Techniker zu unterstützen und eben die ganze Veranstaltungsbranche zu unterstützen aus den Einnahmen dieser CD. Und letztlich haben wir diesen Song so oft jetzt in diesem Kontext auch bei vielen Livestreams als Opener gespielt oder auch als den Song, der für uns so dafür steht, okay, wir haben alle Zeit der Welt, wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Also letztlich geht es in dem Lied darum, so dem eigenen Fernweh zu lauschen, auch in Sehnsucht zu sein, also letztlich auch in einem Mangel zu sein, so wie wir das eben auch gerade sind. Aber sich auch zu sagen, hey, es geht weiter und wir haben alle Zeit der Welt. Und das wird hier nicht für immer so sein, dass wir hier lockdownmäßig eingesperrt sind, sondern es wird weitergehen und wir können diese Zeit auch nutzen. Also ich muss auch was sagen, was ihr wirklich zeigt, ja. Also zum Beispiel jetzt dieser zweite Lockdown, der jetzt im November auch nochmal erreicht hat, wo jetzt auch wirklich eben keine Hofkonzerte möglich sind und auch wo eben auch Livestream-Konzerte nur unter ganz speziellen Bedingungen ablaufen können aufgrund dieser Kontaktsperre, ist es auch nochmal eine Zeit für uns geworden, wo wir einfach ganz viel Zeit für Kreativität nutzen können, wo wir jetzt neue Songs schreiben, wo wir neue Videos produzieren, wo wir auch wirklich uns jetzt hier diesen Greenscreen aufgebaut haben und wo ich ganz viel am Cello komponiere oder jetzt gerade am Schlagzeug mich rumprobiere, wo ich also auch instrumental versuche, mich weiterzuentwickeln und neue Dinge zu erlernen, wo wir einen Raum haben, den wir eigentlich so auf Tour oder unterwegs kaum hätten. Also ich finde das auch immer drollig, wenn ich darüber nachdenke. Es gibt ja so Künstlerstipendien, wo man sich als Künstler in eine Villa, gefördert wird, indem man in eine Villa einziehen darf oder in ein Schloss oder in eine schöne Wohnung, wo Verpflegung und Unterkunft für einen gesorgt, also da, okay, wo für einen gesorgt wird und wo man einfach nur kreativ sein darf. Aha. Also ich kenne das zum Beispiel von einer Hamburger Künstlerin, Cat, so heißt die, die hat dann ihr neues Album produziert, in dem sie 3 Monate lang einfach in wunderschönen Räumlichkeiten war
und dort neue Songs geschrieben hat. Genau, sowohl letztlich sie sich in eine künstlerische Blase verfrachtet hat, in der sie einfach, wo sozusagen für ihr leibliches Wohl gesorgt war und wo sie dann sich wirklich vertiefen konnte in die Poesie, ins Schreiben, ins Reflektieren, ins Inspiriertsein, ins Spielen, wo einfach der Raum und die Zeit dafür gegeben war. Und so versuchen wir das auch für uns umzusetzen, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier diesen Raum, den wir jetzt völlig vollgestellt haben mit Musikinstrumenten und in dem wir uns ganz viel aufhalten und den wir versuchen, uns so schön wie möglich zu gestalten, um eben auch in der kreativen Energie drin zu bleiben. Ja, und, ja. Ja, es ist nicht immer einfach. Also ich muss auch sagen, das ist auch, also wenn man das jetzt vielleicht auch hört und sich denkt, mein Gott, die hat gut reden mit ihrem großen Optimismus. Also ich muss auch sagen, es ist meine bewusste Einstellung, dass ich versuche, auf die positiven Seiten zu schauen, weil ich glaube, dass man die auch überall in jedem Kontext finden kann. Und ich muss auch sagen, für mich persönlich als Mensch, der unglaublich viel reist normalerweise, ist es auch eine Herausforderung, damit umzugehen, okay, wo bekomme ich denn jetzt mein Inspirationsfutter her, wenn ich nicht ständig neuen Menschen begegne und neue Orte sehe und Landschaften und wie gehe ich damit um, eben auch so eine Horizont-Einschränkung zu erfahren von, okay, es ist jetzt hier dieser Ort, dieser Raum, die gleich und die, mir fehlen die Menschen, mir fehlt das Reisen, mir fehlt eigentlich auch so dieses Gefühl von Freiheit und Frische, was ich ganz stark erlebe, wenn ich unterwegs bin. Und da muss ich sagen, also da ist es eine Herausforderung, damit umzugehen. Aber ich glaube auch, dass Menschen wie ich, dass ich da auch, daran auch wachsen darf und dass ich auch an Herausforderungen und auch an schweren Zeiten, dass wenn wir da gut mit umgehen und es wirklich annehmen und da mit den Herausforderungen gehen, dann dürfen wir daran wachsen. Ja, das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein tolles Schlusswort jetzt, denke ich, auch so für unser Gespräch. Und es ist wirklich, man hört es, wenn du redest, du versuchst einfach die Energie, die ist ja nicht weg, ne, sondern du versuchst sie halt nur wieder aus den verschiedensten Ecken hervorzuholen und dann wieder das wieder in etwas Kreatives, Feinsinniges, Feingeistiges auch wieder umzusetzen und somit auch wieder Leuten vielleicht dieses Gefühl auch zu vermitteln. Ich finde, das ist eine tolle Aufgabe, sich sowas als Künstler zu stellen und gerade in der jetzigen Zeit sowas dann auch zu transportieren. Ja, also finde ich toll. Und ja, ich denke, ich kann dir nur alles Gute wünschen für deine Pläne. Es ist inspirierend, was du tust. Und ich denke, wenn jetzt Leute das sehen und vielleicht irgendwie sich davon auch irgendwie angesprochen fühlen, was sie sicher tun werden oder vielleicht auch ein bisschen Inspiration dadurch finden und vielleicht eine Frage haben, ich denke, können sich auch jederzeit gerne bei dir, du hast verschiedene Social-Media-Kanäle oder über Cordial, wir geben das dann auch gerne weiter, melden. Und ich glaube, wichtig ist, dass man einfach in Kommunikation bleibt und sich ja diese Inspirationsquellen, wie du eine wirklich bist, auch tatsächlich nutzt und für sich positiv umsetzt. Vielen Dank. Ja, wirklich. Vielen Dank auch an dich. Und wir bleiben sowieso weiter in Kontakt. Deine Projekte nehmen wir immer gerne mit auf und sind, wie gesagt, sehr gespannt, was da alles kommt. Auch was jetzt gerade in Bezug nochmal auf das erste Thema Wohnzimmerkonzerte so läuft, das werden wir sicherlich gerne mitbegleiten. Und ja, dann hören wir wieder von dir und alles Gute und vor allem auch gute Gesundheit für dich. Vielen Dank für euch auch. Okay, mach's gut. Bis dann. Tschüss.